Hallo, lieben Löwen, hier ist Julia von Weil du schön bist. Jetzt mit deiner Liebeslegung für die nächsten 6 Wochen, sprich von jetzt gültig, also Mitte September bis Ende Oktober. Diese Legung ist für dich, falls du den Löwen im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus hast. Also kannst du auch deine anderen Aspekte einmal anschauen. Und diese Legung ist eine Standardlegung hier, die jeden Monat kommt. Das heißt, du kennst sie vielleicht schon. Ich habe sie jetzt heute ein bisschen umgestaltet. Ich gehe in 3 Karten für die Vergangenheit, 3 für die Gegenwart, 3 für die Zukunft rein. Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Die Energie für das Kollektiv der Löwen aus der Vergangenheit. Was sehen wir hier im Bereich Liebe und Beziehungen im Kollektiv der Löwen in der Vergangenheit? Die Königin der Kelche zeigt sich. Was sehen wir hier im Kollektiv der Löwen? Hoppala, Moment, das war zu viel. Kollektiv der Löwen bitte in der Vergangenheit zum Thema Liebe und Beziehungen. Wow. Also das sieht erstmal soweit ganz gut aus. Ich habe das Gefühl, hier liegt wirklich das ganz große Glück, die Wunscherfüllung, das Glück, glücklich sein, Optimismus in der Vergangenheit. Vielleicht hast du es mit einem Wasserzeichen zu tun, Krebs, Moment, Fische, Krebs oder Skorpion. Vielleicht hast du es zu tun mit einem anderen Löwen oder das ist deine Energie, dass du dich hier in einer Beziehung. Ich habe das Gefühl, hier waren gegenseitige Gefühle, irgendwas, was dich sehr glücklich gemacht hat, wo du dachtest, boah, das ist die Wunscherfüllung schlechthin, wo du dachtest, hey, das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Vielleicht kam das Ganze auch, vielleicht hast du das selber manifestiert, weil du eher ins Loslassen gegangen bist, ne? Hier Königin der Kelche ist okay, ich lass los, ich gucke, was kommt und du warst sehr im Flow, sehr intuitiv und hast hier wirklich quasi im Bereich Liebe und Partnerschaft eine Wunscherfüllung liegen. Sehr spannend. Oh, was haben wir am unteren Kartenrand? Oh, wow. Und dann hier Stabilität, Sicherheit. Darunter haben wir ein paar Enttäuschungen. Aber lass uns da mal schauen. Es kann sein, dass sich vor dieser Sache, dass hier ein Kreislauf geschlossen wurde, ein karmischer Kreislauf, wo es noch darum geht, gewisse Enttäuschungen hinter dir zu lassen. Aber wir sehen hier, dass, ich würde sagen, glückliche Familienleben, ganz viel Stabilität und Sicherheit in einer Angelegenheit. Ja, und wirklich auch das ganz große Glück. Sowohl die Karte, die Karte, die Karte, die, ich würde sagen, was, sofern was Beziehungen angeht, astrein. Ob das jetzt eine neue Person ist oder eine alte Person, ich sehe hier sehr viel Glück in der Liebe, gegenseitige Gefühle, Stabilität, Sicherheit, etwas, woran du vielleicht lange gearbeitet hast, was du dir wirklich auch aufgebaut hast hier mit einer anderen Person. Das Kollektiv der Löwen bitte im Jetzt. Was ist die Energie im Kollektiv der Löwen zum Thema Liebe, Partnerschaft im Jetzt? Was haben wir hier? Neuanfang. Positive Veränderungen, Neuanfang. Und die 4 der Münzen, Stabilität, Sicherheit. Ja, oh wow, vielleicht, haha, guck dir das mal an hier. Ja, vielleicht lässt du hier wirklich etwas hinter, vielleicht lässt du hier schweren Herzens etwas hinter dir. Etwas, was du lange mit dir rumgetragen hast. Oder es kann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hier für einen Umzug stehen, ne? Ein Umzug, eine Reise, die im Jetzt eine Rolle spielt, die vielleicht ein bisschen schwierig sich gestaltet. Grundsätzlich sehe ich im Jetzt wirklich nochmal etwas, was sich für dich verändert, was ein sehr kraftvoller Neuanfang, hubala, sorry, ein kraftvoller Neuanfang hier ist. Du begibst dich wirklich auf eine ganz, ganz neue Reise hier. Auch wenn hier gewisse Belastungen sind, die hier liegen, weil du vielleicht irgendwas hinter dir lassen musst oder von irgendwas weggehst oder wie gesagt, ein Umzug könnte das sein, habe ich doch das Gefühl, dass es grundsätzlich hier etwas Positives ist. Die 4 der Münzen steht, das steht für Stabilität, Sicherheit, für ein stabiles Fundament. Man hat so einen gewissen Besitz, sage ich mal, hier mit dieser Karte. Man kann vielleicht jetzt noch nicht so große Sprünge machen. In Beziehungsangelegenheiten ist das für mich auch eine sehr familiäre Karte, wo ich sage, hey, du hast hier dein stabiles Fundament aufgebaut in einer Beziehung, in einer Ehe, in einer Partnerschaft, was auch immer. Hier geht es auch so ein bisschen darum, um etwas festzuhalten. Also das heißt, ich habe das Gefühl, auch wenn hier gerade große Veränderungen sind, dass du an traditionellen Sachen, die wir hier zum Teil, habe ich das Gefühl, auch in der Vergangenheit sehen, wirklich festhältst. Also du nimmst ein paar Sachen mit aus der Vergangenheit in dein neues Leben, so wie es hier aussieht. Also ein Festhalten. Ja, wie entwickelt sich die Situation weiter in der Zukunft für das Kollektiv der Löwen?
Du wow, so viele große Arkane-Karten. Also, du manifestierst einen Neuanfang. So, wie geht's weiter hier? Dann haben wir hier neue Klarheit, ein Durchbruch, ein Erfolgserlebnis. Und du bist auf dem richtigen Weg. Ja, und am unteren Kartenrand, wir hatten das gerade schon mal gesehen, als ich die anderen Karten reingezeigt habe, da hat sich die zwei der Schwerter reingeschlichen, noch so ins Bild, ne? Also, ich habe schon das Gefühl, dass es gewisse Entscheidungen gibt, die hier auch tatsächlich hier schon wieder die 10 der Stäbe, die noch zu treffen sind. Auch vielleicht in der Zukunft, wo es darum geht, endlich die Früchte deiner harten Arbeit hier zu ernten. Ich habe das Gefühl, diese Veränderung findet statt mit der Person, die sich hier mit diesem sehr glücklich sein in der Vergangenheit im Prinzip zeigt. Und dass man eben sich auch dieses Fundament aufgebaut hat. Wir haben hier diese Rune. Die Rune steht für das Zuhause, auch für das Zuhause und die Ahnen von daher und die Heimat. Von daher habe ich das Gefühl, du nimmst hier ein paar Sachen mit, die für dich an Wert haben, aber gehst hier irgendwie in eine ganz große Veränderung rein. In der Zukunft zieht sich dieses Thema noch weiter. Du hast hier wirklich ein Erfolgserlebnis, neue Klarheit, wo ich das Gefühl habe, das wird dir helfen, eine Entscheidung zu treffen. Du manifestierst nach wie vor diesen Neuanfang und das ist schön, weil wir sehen diese Veränderung, aber wir sehen den Narren hier und das ist die erste Initialkarte quasi, wenn es dann in ein neues Kapitel übergeht. Das bist du mit einer neuen Leichtigkeit. Dann trifft der Narr quasi auf den Magier und da geht es dann darum, deine Kräfte als Schöpfer deiner Realität zu nutzen und wirklich zu manifestieren und kreieren und zu wissen, hey, ich bin bereit, ich habe alles, was ich brauche, um jetzt diese neue Reise zu starten. Wir sehen hier neue Hoffnung, wir sehen Heilung liegen, wir sehen, du bist auf dem richtigen Weg, was auch immer diese Veränderung hier für dich ist. Es fühlt sich sehr positiv an. Es fühlt sich so an, als ob es wieder leichter wird. Nicht als, ich meine, die Karten in der Vergangenheit sind schon ziemlich gut, aber wir haben hier sehr viel Leichtigkeit. Es fühlt sich sehr, sehr beschwingt an. Und gerade mit dieser Karte, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist wirklich eine super schöne Legung hier. Ich bin mega gespannt, wer sich hier zeigt. Wer ist diese Person, die dich so glücklich macht? Was auch immer diese Veränderungen sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass es darum geht, dass hier eine Sache auseinandergeht. Dann hätten wir andere Karten hier. Sondern eher, dass es darum geht, innerhalb dieser Verbindung, dass eine Veränderung hier besteht. Die auch tatsächlich sehr erfolgs- und vielversprechend in der Zukunft liegt. Und da möchte ich doch jetzt mal schauen. Und guck mal hier, Spirale, Spirale, Spirale. Ja, vielleicht, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade ein krasses Déjà-vu. Vielleicht geht es hier tatsächlich darum, dass du mit dieser Person gewisse Kreisläufe bereits durchlebt hast, durch gewisse Phasen gegangen bist. Und ihr seid jetzt auf einem neuen Punkt in der Spirale, ein bisschen tiefer oder höher, je nachdem, wie du es gerne sehen möchtest, in der Entwicklung. Ist auch noch eine Botschaft, die ich hier reinbekomme. Lass uns mal anschauen, die Person, mit der du es zu tun hast. Was denkt sie über dich? Was fühlt sie für dich? Wie geht's weiter? Was sind die Absichten dieser Person, mit der du es zu tun hast, für dich? Wenn dich das interessiert, schau gerne mal in die Erweiterung auf Vimeo. Der Link ist unter diesem Video in der Infobox. Und für alle anderen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, liken, kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du up to date bleibst für neue Videos hier. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, entweder hier auf YouTube bei einem anderen Video oder gleich auf Vimeo.